Ja, hallo, schön, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema, warum wir Gott nicht mögen. Auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens kommt unweigerlich Gott ins Spiel und dann wird es unangenehm. Aber warum ist das eigentlich überhaupt so? Also die Bibel beschreibt uns Gott als ein herrliches, wunderbares Wesen. Er ist der Ewige, er ist der Unendliche, er ist der Heilige, der Gerechte, der Reine, der Liebevolle, der Gütige, der Barmherzige, der Souveräne, der erhabene Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Und er ist durch und durch gut. Und er ist der Schöpfer und auch der Erhalter aller Dinge. Und deswegen alleine ist er gepriesen in Ewigkeit. Aber du findest die Sache mit Gott nicht so cool. Dabei lässt er jeden Tag die Sonne aufgehen über Gute und Böse, ja? Er ist der, der die Vögel des Himmels ernährt. Er gibt dem Gras, er kleidet das Gras des Feldes, ja? Und er gibt dir in diesen Augenblicken gerade die Kraft, dein Herz schlägt wegen ihm. Und dein Atem, die Luft, die du bekommst, die kommt von Gott, ja? Und er hält sogar den Odem, deinen Odem in seinen Händen, sagt die Bibel an einer Stelle. Und er ist der, der das Gute, was du in deinem Leben genießen kannst, letztendlich dir gibt. Denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von dem Vater der Lichter. Das ist eine andere Bezeichnung für Gott, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Seine Güte, die Güte Gottes, währt ewig. Aber irgendwas drängt dich zurück. Ja? Was treibt dich denn von ihm weg? Das frage ich dich jetzt einfach mal. Vielleicht könnte es die unangenehme Frage nach deiner Schuld sein. Ja? Letztendlich, die Bibel sagt das ganz klar, liegt es an deiner Herzensdistanz zu Gott. Liegt es an der Rebellion, die du letztendlich gegenüber Gott an den Tag legst. Und deswegen, weil du ein Rebell bist in deinem Wesen, sündigst du auch. Tust du Dinge, die an das Ziel vorbeiführen, was Gott eigentlich mit dir vorhatte, dadurch, dass er dich geschaffen hat. Ja? Und das klagt dich letztendlich an. Ja? Letztendlich, manchmal denkst du auch, wie konntest du jetzt das und das tun? Und manchmal erlebst du aber auch, dass dir Dinge sogar gefallen, von denen du eigentlich weißt, dass sie nicht richtig sind, die du sogar richtig schön findest. Ja? Und so weichst du eigentlich ständig jeden Tag von der Norm Gottes ab. Du bist streitsüchtig, du hast ein lockeres Mundwerk, du bist lieblos und du hast Zorn in dir, der zum Ausdruck kommt, ein stolzes, egoistisches, liebloses Herz, auch ein vielleicht pervertiertes Sexualleben und vieles mehr. Das beschreibt die Bibel sehr ausführlich, macht eine ordentliche Diagnose. Aber du willst das nicht wahrhaben und trotzdem ist in dir drin etwas, was dich permanent anklagt, was du auch zudecken willst, was du wegdrängen willst. Es ist nämlich dein Gewissen. Das hat Gott dir gegeben als ein Medium, mit dem du feststellen kannst, was ist richtig und was ist falsch letztendlich. Und das sagt die Bibel auch in Römer Kapitel 2, Vers 14 und 15. Das lese ich jetzt mal vor. Da steht, wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, hier geht es um das mosaische Gesetz, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, was quasi Gott gegeben hat, dieses Gesetz von Mose her, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Und warum? Solche, die das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen. Und da sind wir wieder beim Gewissen, ja? Wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Und das erlebst du vielleicht jeden Tag. Und das ist etwas, was dir unangenehm ist. Das ist etwas, wo du dich ertappt fühlst und wo du letztendlich weg willst. Aber weißt du, aus der Nummer kommst du nicht raus. Denn Gott, der sieht die ganze Zeit, was bei dir abgeht. Der dokumentiert alles. Und irgendwann wirst du vor ihm stehen und dich für das, was du getan hast, hier auf dieser Erde verantworten müssen, weil du sein Geschöpf bist. Und dann wird er daraus Konsequenzen ziehen. Aber wenn du jetzt Gott nicht magst, das muss nicht so sein und das darf auch nicht so sein. Und warum, das erfährst du in den nächsten Videos. Ciao.